Ja, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Freisleben von der Fachhochschule St. Pölten. Ich bin Teil des Organisationskomitees der Konferenz Inverted Classroom and Beyond, die am 11. und 12. Februar an der PH Niederösterreich am Campus Baden bei Wien stattfindet. Das ist eine hochspannende Konferenz, für die es jetzt angesagt ist, sich anzumelden und sich da einzubringen, mitzumachen und so spannende Referentinnen wie unsere Kollegin kennenzulernen, die sich jetzt gleich vorstellen wird. Ja, ich bin Katrin Braungart von der Ruhr-Universität Bochum. Ich arbeite am Zentrum für Wissenschaftsdidaktik im Bereich E-Learning und bei der Konferenz werde ich dabei sein, aber auch meine Kollegin Sabine Römer. Welches Thema werden Sie dort einbringen? Ja, das Thema wird lauten Augmented Reality, und zwar soll es darum gehen, Skripte, das heißt herkömmliche Printdokumente, mit Augmented Reality zu versehen. Und wir arbeiten hier an der RUB, an der Ruhr-Universität, seit circa einem Dreivierteljahr mit einem Tool, einer Technologie, die heißt Zepa. Okay. Die setzen wir ein, dafür haben wir Lizenzen, und der Vorteil dieser Technologie ist, dass auch Leute, die jetzt wenig Berührung mit Technik im engeren Sinne haben, da relativ schnell Ergebnisse erzielen können. Wie wird jetzt diese Technologie im Gedanken des Inverted Classroom Modell Konzepts eingesetzt? Ja, also im Rahmen des Inverted Classroom Modells eignet sich das, also diese Technologie hervorragend, weil es erlaubt, eine In-Class-Aktivität durchzuführen. Das heißt, man kann mit Zepa Arbeitsblätter gestalten, die Aufgaben enthalten. Also Arbeitsblätter sind auch ein klassisches Instrument des Unterrichts, und die kann man dann zusätzlich eben mit Augmented-Elementen versehen, und die Aufgaben, also diese Arbeitsblätter brauchen eine Aktivierungsphase sozusagen. Das heißt, man ist im Präsenzunterricht vorwiegend aktiv, und die Vorbereitung, also im Sinne des Inverted Classroom, die läuft eigentlich dann vorab. Also man eignet sich am besten schon Vorwissen an und hat dann ja im Unterricht mit diesen Arbeitsmaterialien die Gelegenheit, alleine oder auch in Gruppen Aufgaben zu bearbeiten und dann zu besprechen. Also das fügt sich halt dann sehr gut ein in das, in ein Inverted Classroom-Szenario. Ja. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ermöglicht dieses Tool ein sehr selbstständiges Arbeiten, braucht jetzt also nicht eine besonders intensive Einzelbetreuung. Habe ich das richtig verstanden? Ja, also selbstständiges Arbeiten auf jeden Fall, das ist das Ziel. Also man kann einmal damit, also können Unterrichtspersonen, Lehrende, also selber Materialien vorbereiten, die dann von den Lernenden selber bearbeitet werden. Es kann aber auch noch weitergehen, dass Lernende selber, also das wäre insbesondere dann für die Hochschule auch interessant, selber solche Materialien ausarbeiten. Und zwar, das können dann auch zum Beispiel wissenschaftliche Poster sein, die mit Augmented Reality angereichert sind. Oder man kann grundsätzlich auch in den Bereich der Wissenschaftskommunikation gehen, dass man ja wissenschaftliche Inhalte auch so ein bisschen für ein breiteres Publikum aufbereitet und so etwas auch selber eben erstellt, eben dann auch selbstständig. Okay, ist ja super spannend, sehr hochspannend. Die Materialien, die dabei entstehen, ist da die Chance, diese Materialien also auch als offene Bildungsressourcen zu distributieren nachher? Ja, das wäre natürlich
optimal. Also das ist, eignet sich natürlich ganz wunderbar dafür, also da auch mit Open Educational Resources zu arbeiten. Das heißt, die Materialien, also das alles komplett auf OER aufzubauen, die weiteren Materialien, also mit denen dann auch die Print-Inhalte augmentiert werden können. Das können ja Bilder, Videos sein oder auch 3D-Objekte. Also das lässt sich auch ja, auf jeden Fall als OER denken. Okay, okay. Und auch machen. Ja. Irgendwie noch eine Zukunftsszenario, die Sie für dieses Projekt sehen? Ja, also Zukunftsszenario ist also, dass ja, also wir stellen fest, also dass das natürlich in vielen Bereichen, aber speziell das Augmented Reality, also dieser Komplex noch nicht so bekannt ist. Also es wäre wünschenswert, dass sich so auch da Praktiken etablieren, dass auch Lehrende das, also sagen wir mal, selbstverständlich in ihren Unterricht integrieren und dafür dann auch die Hürden, die jetzt noch bestehen, sei es, dass ja, WLAN vorhanden ist, dass Smartphones an Schulen erlaubt sind, also dass also auch diese Barrieren weitgehend abgesenkt sind, dass ja, noch mehr Leute damit experimentieren und das auszuprobieren und auch in den Unterricht einbauen. Gut, dann also ein wirklich super spannender, innovativer Beitrag für die Konferenz, auf den wir uns schon sehr freuen. Bis dahin noch einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir freuen uns dann auf Baden. Bis dahin alles Gute. Danke.